Guten Tag, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Eisenbahnromantik. Heute kümmern wir uns um Bahnhöfe, um einen ganz großen und um einen ganz kleinen. Und bei dem ganz kleinen wollen wir beginnen bei dem Vorortbahnhof Niefern. Das liegt in der Nähe von Pforzheim. Dieser Bahnhof gehört zur Rangklasse 7. Ein kleiner Bahnhof also, aber er liegt auf einer wichtigen Durchgangsstrecke, der Strecke Karlsruhe-Stuttgart. Die Züge, die hier durchfahren, kommen aus Paris, aus Wien, aus Istanbul. Doch der Orient-Express, der zweimal täglich durchbraust, hält nicht in Niefern. Ich bin einer der Fahrensleiter im Bahnhof Niefern hier. Zu meinen Aufgaben gehört es in erster Linie die sichere und sachgemäße Durchführung der Zugfahrten im Bahnhof Niefern. Und da unser Bahnhof ein kleiner ist, außerdem noch alle Aufgaben, die hier anfallen, das ist zum Beispiel Fahrkarten verkaufen, Auskünfte erteilen und Expressgut annehmen. Der Bahnhof ist Tag und Nacht besetzt. Vier Fahrdienstleiter wechseln sich im Schichtdienst ab. Fahrdienst Niefern. Ein Zug wird gemeldet. Wiederhole 965, vorsichtig ab 28. Jeder Zug, der den Bahnhof passiert, wird telefonisch vorher angemeldet. Ab 28. Zimmer. Sobald die Schranke geschlossen ist, kann der Fahrdienstleiter die Strecke freigeben. Dies geschieht mit Hilfe des elektronischen Gleisbildstellwerkes. Der sich nähernde Zug wird mit Zugnummer und voraussichtlicher Durchfahrtszeit dem nächsten Bahnhof weitergemeldet. Meldung 8141, voraussichtlich ab 38. Richtig. So eilt jedem Zug sein Ruf telefonisch voraus. Ankunft, Abfahrt und Durchfahrtszeiten werden von Bahnhof zu Bahnhof genau errechnet und weitergegeben. Täglich fahren 160 Züge durch den Bahnhof Niefern. Güterzüge und Fernreisezüge. Würden sie im gleichen Abstand verkehren, würde alle 9 Minuten hier ein Zug durchfahren. Die 30 Personenzüge, die im Bahnhof halten, sind dabei noch nicht einmal mitgezählt. Morgens um 7 hat der kleine Bahnhof Hochbetrieb, wenn Schüler und Berufstätige zur nahen Kreisstadt Pforzheim fahren. Doch bald ist diese morgendliche Rush-Hour vorbei und dörfliche Ruhe zieht wieder auf den beiden Bahnsteigen ein. Nur unterbrochen von den durchbrausenden Fernzügen. Fahren Schneefernepp, Zugmeldung, Zug 560, voraussichtlich ab 39. Guten Morgen. Expressgut ist angekommen, ein Karton Stoßdämpfer von Alois Kober. Macht 4,50 Mark, gell? Bitte, wieder. Tag, bitte. Eine halbe gehen wir zurück nach Pforzheim. Wie viel? Eine halbe? Eine halbe gehen wir zurück. Ja, eine Mark. Eine halbe, ne? Eineinhalb. Eineinhalb. Zwei Mark. Wie viel kommt? Gleich? 5 Minuten. Ja. Man könnte hier Fahrkarten in die halbe Welt lösen. Niefern Paris, Niefern Rom oder gar Niefern Peking. Jeder noch so kleine Bahnhof kann Ausgangspunkt für eine große Reise sein. Doch die jetzt um 9:30 den Schienenbus nehmen, das sind meist Hausfrauen, die zum Einkaufen in die Stadt fahren. Abfahren. Zug 265 ab 51. Das kleine Stellwerk auf dem Tisch zeigt die beiden Durchfahrtsgleise und das Ausweichgleis. Es sieht sehr einfach aus, doch von hier werden per Knopfdruck die Signale und Weichen gestellt. Alles läuft vollautomatisch, bis auf die Schranke. Vergisst der Fahrdienstleiter einmal die Schranke zu schließen, erinnert ihn ein Warnsignal an sein Versäumnis. Aufgaben gehört es auch, die vorbeifahrenden Züge zu beobachten
Bei Güterzügen muss ich insbesondere auf feste Wagenbremsen oder verschobene Ladungen achten und außerdem noch, ob der Zug Schlusslaterne hatte. Das war bei diesem Zug alles der Fall, also war alles okay. Da heißt es immer wachsam sein, bei 160 durchfahrenden Zügen am Tag. Nach dem abendlichen Berufsverkehr wird es wieder still auf dem Bahnhof. Gegen Dienstschluss rechnet unser Fahrdienstleiter noch seine Fahrkarten ab. Der Kollege von der Nachtschicht hat ihn bereits abgelöst. Auch er wird alle Hände voll zu tun haben mit dem nächtlichen Durchgangsverkehr. So, und jetzt begeben wir uns 250 Kilometer in östliche Richtung. Wir fahren vom Vorortbahnhof Niefern zum Hauptbahnhof in München. Genießen Sie die Bahnhofsatmosphäre 1973 auf dem Münchner Hauptbahnhof. Jeder Bahnhof arbeitet im Grunde ähnlich. Überall geht es darum, den Zugverkehr sicher und pünktlich abzufertigen, den Reisenden Fahrkarten zu verkaufen und ihnen den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu machen. Doch auf einem Hauptbahnhof hat das alles eine ganz andere Größenordnung. Wir wollen uns einmal ansehen, was auf einem großen Bahnhof so vor sich geht. Und besuchen dazu den Hauptbahnhof München. München ist ein Kopfbahnhof. Das bedeutet, hier kann kein Zug durchfahren. Eine Reise endet hier oder beginnt von neuem. 36 Gleise münden in diesem Bahnhof. Davon sind allein 16 dem Fernverkehr vorbehalten. Das Zentralstellwerk ist das Herz des Bahnhofs. Von hier aus wird der gesamte Zugverkehr geregelt, geschaltet und überwacht. Im Prinzip entspricht diese Stellwerksanlage der unseres kleinen Bahnhofs. Dort waren es nur zwei Durchgangsgleise auf einer einfachen Tafel. Hier ist das gewaltige Gleisgewirr des Hauptbahnhofs auf vier große Stellwerkstische verteilt, die von vier Fahrdienstleitern bedient werden. Der Disponent, unterstützt von einer Assistentin, überwacht den gesamten Betrieb anhand einer großen Meldetafel. Die Ansagerin gibt Informationen für die Reisenden. Über Augsburg, Stuttgart, Heidelberg, Mannheim, Kaiserslautern, Abfahrt 12.34 Uhr, fährt von Gleis 15 ab. Der Eilzug 16.35 von Bad Kissingen mit Kurswagen aus Coburg. Planankunft 11.51 Uhr. Bitte Vorsicht am Gleis 25. München, hier München Hauptbahnhof.
der soeben angefahrenen. Schnellzug hat hier nur kurzen Aufenthalt und fährt dann weiter nach Rom. An der Spitze des angefahrenen. München ist der wichtigste Eisenbahnknotenpunkt Süddeutschlands, das Tor nach Süd- und Südosteuropa. 120.000 Reisende werden am Tag durch diesen Bahnhof geschleust. Das ist die Einwohnerzahl einer mittleren Großstadt wie zum Beispiel Heidelberg. Dazu kommt noch der Berufsverkehr mit fast einer halben Million Menschen täglich. Jeder Einzelne in dieser gewaltigen Menschenmenge hat ein bestimmtes Ziel. Die einen müssen umsteigen und brauchen eine Auskunft, andere suchen einen Gepäckträger oder schlicht den Ausgang. Man müsste meinen, dass bei so vielen Menschen ein schreckliches Durcheinander entsteht. Doch alles läuft wie am Schnürchen. Dafür sorgt, sichtbar und unsichtbar, ein Heer von dienstbaren Geistern. Im Hauptbahnhof München arbeiten über 2000 Menschen. Will man mit der Bahn verreisen, braucht man als erstes eine Fahrkarte. In jedem Bahnhof findet man daher die Fahrkartenschalter in der großen Empfangshalle, gleich hinter dem Haupteingang. Hier in der Münchner Schalterhalle gibt es allein 14 Fahrkartenschalter. Nach Freudenstadt hin und zurück. Jede Fahrkarte wird für jeden Reisenden extra hergestellt. Der Fahrkartenautomat auf Reiseziel und Wagenklasse eingestellt, druckt in Sekundenschnelle die gewünschte Fahrkarte. 70, 80, 100. Und der 14:38, der fährt auch immer der Zug, bitte. Der Zug. Vers 29, bitte? Vers 29. Ja. 29. Jeder große Bahnhof hat seine eigene Polizei. Die Männer von der Bahnpolizei sind gleichzeitig Polizisten und Eisenbahner. Tag und Nacht sind die Streifen unterwegs, um für Sicherheit und Ordnung im Bahnhof zu sorgen. Denn ein Ort, wo so viele Menschen zusammenkommen, zieht natürlich auch große und kleine Gauner an. Auf ihrer Streife kontrollieren die Beamten auch den Warteraum. Hier dürfen sich nur Leute aufhalten, die auf die Abfahrt ihres Zuges warten und eine Fahrkarte haben. Können wir mal die Fahrkarte sehen, bitte? Fahrkarte. Passport. Tickets. Wer hier nur einen warmen Platz sucht, um ungestört die Nacht zu verbringen, wird von der Bahnpolizei unbarmherzig an die frische Luft gesetzt. Was sind Sie für Staatsangehörigkeit? Die Bestimmungen werden sehr genau eingehalten. Denn gerade in einer Großstadt ist der Bahnhof ein beliebter Aufenthaltsort für Menschen, die kein Zuhause haben. Zeigen Sie mal deine Fahrkarte. Geben Sie mir meine Fahrkarte. Haben Sie was da? Fahrkarte. Die wenigsten Reisenden benutzen gern einen Warteraum, der gleichzeitig Schlafsaal für Stadtstreicher ist. Der nächtliche Bahnhof hat für viele eine besondere Anziehung. Die Geschäfte sind noch bis spät in die Nacht geöffnet, man trifft viele Menschen und es ist immer etwas los. Doch streng genommen darf man sich auf einem Bahnhof nur aufhalten, wenn man die Absicht hat, zu verreisen. Gegen Mitternacht wird es auch auf dem Hauptbahnhof ruhiger. Zwischen 1 Uhr nachts und 5 Uhr früh verkehren nur noch 7 Züge. Doch zum Schlafen kommt der Bahnhof nie. Die verkehrsstille Zeit wird genutzt, um notwendige Reparaturen vorzunehmen. Heute Nacht sollen am Bahnsteig 15 Weichen und Gleise ausgewechselt werden. Nachdem die Schienen mit Schneidbrennern durchgeschnitten sind, wird das Gleis samt den Schwellen von einem Kran in großen Stücken herausgehoben. Alles muss sehr schnell gehen. Bis zum Morgengrauen sollen die Gleisbauspezialisten ihre Arbeit beendet haben. Die Gleisstücke werden auf den Bahnsteig gelegt, wo sie zum Abtransport auseinander montiert werden. In nur 4 Stunden haben die Arbeiter in dieser Nacht 300 Meter Gleis ausgetauscht. Bis die ersten Fahrgäste kommen, werden alle Spuren der nächtlichen Arbeit beseitigt sein. Thank you.
In diesen Teil des Bahnhofs kommt nie ein Reisender. Im Betriebswerk beherrschen Lokomotiven die Szene. Hier stehen sie, wenn sie nicht unterwegs sind. Hier werden sie gewartet und gepflegt. Alle 3-4 Tage muss eine Lokomotive zum Waschen. Mit ihren langen Schrubbern entfernt die Reinigungsmannschaft zuerst den gröbsten Schmutz, ein recht hartnäckiger Belag aus Staub und toten Mücken. Eine solche Lokomotive fährt ja auch 160 Stundenkilometer schnell. Da klatscht einiges gegen die Scheiben. Von den Rädern bis zum Dach wird die Maschine gründlich eingeseift. Danach erst tritt die große automatische Waschanlage in Aktion. Ihren Wasserfluten und den riesigen Bürsten hält kein Staubkorn mehr stand. München ist Heimatbahnhof von 90 Elektroloks, 60 Diesel und 30 Kleinloks für den Rangierbetrieb. Wartungsarbeiten und kleine Reparaturen werden hier im Betriebswerk gemacht. Für große Reparaturen gibt es besondere Ausbesserungswerke. Diese Lokomotive hat abgefahrene Bremsbeläge. Sie müssen ausgewechselt werden. Da müssen Sie ein bisschen vorsichtig sein. Ich passe auf, Vorsicht! Und jetzt den Ober. Sehen Sie, ne? Ja, wunderbar. Fertig. Nach dem Auswechseln der Belege wird die Bremse neu eingestellt. Die Bremse ist wieder in Ordnung, die Lokomotive wieder startbereit. Gleis 3, Abdrehung, fahren wir mal ran. Sicherheit ist das höchste Gebot bei der Bahn. Und die Eisenbahn ist stolz auf ihren Ruf, das mit Abstand sicherste Verkehrsmittel zu sein. Auch dieser Mann hat es mit der Sicherheit. Vor der Abfahrt eines jeden Zuges sieht man ihn auf dem Bahnsteig. Er ist Wagenmeister, unter Kollegen wird er Bahnhofsspecht genannt. Seine Hauptaufgabe ist es, die Wagenbremsen der Züge zu kontrollieren. Die Bremsprobe findet in 3 Gängen statt. Nach der ersten Probe an den gelösten Bremsen signalisiert er dem Lokführer, die Bremsen anzuziehen. Nun prüft er mit seinem Hammer, ob jetzt auch alle Bremsen fest anliegen. Nach diesem zweiten Durchgang werden die Bremsen wieder gelöst. 2 Lichter sagen dem Lokführer, Bremsen lösen. Und jetzt, beim dritten und letzten Gang, wird geprüft, ob sich die Bremsen auch wirklich gelöst haben. Ich bin einer der 50 Wagenmeister im München Hauptbahnhof. Wir Wagenmeister sind für den technischen Zustand der Wagen verantwortlich. Jeder von uns übernimmt die volle Verantwortung über die von ihm abgefertigten Züge. In regelmäßigen Abständen werden die Wagen innen und außen gründlich kontrolliert. In der Fachsprache heißt das wagentechnische Untersuchung. Am wichtigsten ist natürlich die Überprüfung des Fahrgestells. Am Klang hört der Wagenmeister schon, ob die Räder in Ordnung sind. Dieser Wagen hat einen Pufferschaden, und zwar einen sehr stark gestauchten Puffer. Diesen müssen wir aussetzen und einer Werkstätte zuführen. So wie das Betriebswerk für die Lokomotiven da ist,
gibt es als sein Gegenstück das Betriebswagenwerk, wo die Wagen gewartet und repariert werden. Das Betriebswagenwerk ist noch größer als das Betriebswerk. Es liegt weit vor dem Hauptbahnhof in München-Pasing. Hier wird ein Wagenpark von fast 2000 Wagen in Ordnung gehalten. Auch hier werden keine großen Reparaturen gemacht. Am häufigsten sind kleine Schäden an der Inneneinrichtung, an Beleuchtung und Heizung zu beheben. Am wichtigsten sind Reparaturen an Bremsen und Rädern. Diese Arbeiter sind gerade dabei, den Schließmechanismus einer Tür wieder in Ordnung zu bringen. So will er. Und dann nochmal die Tür zu. Wunderbar. Und nochmal zu. Die Reparatur ist beendet, der Ausbesserungszettel kann entfernt werden. Wie im Betriebswerk gibt es auch im Betriebswagenwerk eine große automatische Waschanlage. Nur steht sie hier im Freien. Vor Jahren, als die langen Wagenreihen noch von Hand gewaschen wurden, brauchte ein Trupp von 6 Mann 3 Stunden für einen durchschnittlich langen Zug von 10 Wagen. Heute schafft das die Anlage in 16 Minuten. Für die Innenreinigung gibt es noch keine Automaten. Sie geschieht wie eh und je von Hand. 730 Menschen sind im Wagenwerk rund um die Uhr damit beschäftigt, Polster zu reinigen, Fenster zu putzen, kurz die Wagen wieder so herzurichten, dass die Reisenden sich darin wohlfühlen können. Mit diesem Gerät werden die Abteile desinfiziert. Dazu wird ein Raumspray benutzt, das auch die Luft verbessert. Für einen durchschnittlich langen Zug braucht eine Reinigungstruppe ca. 2,5 Stunden. Auch im Speisewagen sind die Vorbereitungen für die nächste Fahrt schon voll im Gange. Dieser Speisewagen wird im Intercity-Zug Rhein-Pfeil um 13.10 Uhr den Hauptbahnhof verlassen. Doch schon 2 Stunden vorher hat die Besatzung im Wagenwerk ihren Dienst angetreten. Bis zur Abfahrt soll das rollende Restaurant für den Ansturm hungriger Reisender gerüstet sein. Der Oberkellner bereitet schon die Bons fürs Mittagessen vor. Was es zu essen geben wird, hat die Zentrale der Speisewagengesellschaft schon vor 14 Tagen entschieden. Neben der regulären Speisekarte werden meist 2 Mittagsmenüs angeboten. Während die Kellnerin schon die Servietten verteilt, ist das Essen noch gar nicht im Zug. Die für den Rheinpfeil bestellten Nahrungsmittel werden eben erst zusammengestellt. Dies geschieht im Keller des Bahnhofs. 12 Eintopf, 3 Dosen Kartoffeln. Zehn Baumkuchen. 90 Eier, 2 Ölsardinen, 1 Kilo Mayonnaise, 3 Gramm Käse, 1 Kilo Teigwaren. Im Keller des Bahnhofs befindet sich ein regelrechter Supermarkt mit Metzgerei, Gemüse- und Getränkeabteilung. Nur kann man hier nicht einkaufen. Von hier aus werden die Speisewagen mit allem Notwendigen versorgt. Und der Umsatz ist beträchtlich. Die Reisenden der Bundesbahn essen im Jahr 4,5 Millionen Eier, 300 Tonnen Fleisch und trinken dazu 9 Millionen Flaschen Bier. Ein Aufzug bringt die Lebensmittel für den Rheinpfeil in die Bahnsteighalle. Ein Sack mit frischer Tischwäsche zum Wechseln, dazu Kisten mit Bier, Wein und Säften vervollständigen die Lieferung. Nun kann es zum Zug gehen. Am Bahnsteig 25 fährt nun auch schon der Rheinpfeil ein.
Die Wagen kommen gewaschen und geputzt direkt aus dem Betriebswagenwerk. Dem Zug fehlen jetzt nur noch drei Dinge. Die frischen Lebensmittel für den Speisewagen, das Wichtigste natürlich die Reisenden und die Lokomotive. Sie kommt pünktlich aus dem Betriebswerk. 800 Züge verkehren am Tag im Münchner Hauptbahnhof. Das bedeutet, dass jede Minute und 48 Sekunden hier ein Zug ankommt oder abfährt. Bei aller Hektik verläuft der Bahnhofsalltag genau nach Plan. Anders wäre ein solcher Betrieb auch nicht zu bewältigen. Der Fahrplan muss eingehalten werden. Und kaum ein Reisender ahnt, was alles auf einem Bahnhof geschieht, damit sein Zug pünktlich abfahren kann.